Hey Leute, was geht? David von iDesignisch hier. Bevor wir jetzt kurz anfangen, eine kurze Sache, bevor wieder jeder wegklickt. Und zwar, ich kann leider seit geraumer Zeit keine Kommentare mehr beantworten. Das heißt, ihr kommentiert ja fleißig in meinen Videos, allerdings zeigt mir YouTube keine Kommentare mehr an, die ich bekomme. Deshalb tut mir echt leid, wenn ich eure Kommentare nicht beantworten kann. Einige von denen sehe ich im Dashboard, aber ich kann halt nicht alle sehen. Also deswegen sorry, wenn ich da nicht antworte. Schreibt mir am besten auf Facebook, Link ist in der Beschreibung oder unter meiner E-Mail-Adresse idesignish@web.de. Also gut, jetzt kommen wir aber zum Video. Heute zeige ich euch, wie ihr so eine Flagge machen könnt. Also prinzipiell alle Mücken, Papier oder sowas, allerdings so wie so eine Flagge halt im Wind weht. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus und ja, ist einfach ganz einfach eigentlich. In diesem Sinne schließen wir das mal alles. Nein, speichern und das auch nicht speichern. Schließen, nein. So, als erstes einmal nehmen wir uns ein Lightroom. Ich nehme wieder einen vorgefertigten. Diesmal einen von mir. Obwohl. Schauen wir mal. Weil ich bin hier gerade am Laptop und ich weiß nicht, ob ich das hier drauf habe. Gut, nehmen wir Grayscale Gorilla. Dann Studio und nehmen wir mal. Ja, das ist auch ganz nett. Doppelklick und geöffnet. Schmeißen wir das raus. Und jetzt machen wir uns erstmal den Fuß. Heißt, wir gehen hier auf unser Modelwerkzeug, wählen uns mal eine, würde sagen, eine Scheibe, ist ganz gut. Die positionieren wir uns da auf dem Boden. Nicht zu weit. Müssen mal gucken. Machen wir ein bisschen kleiner. Und dann machen wir uns darauf mal ein ja, machen wir einen Würfel. Machen wir klein. Dann ziehen wir uns den hier. Okay, ich speichere mal kurz ab, weil er speichert das immer automatisch zwischen. Das halt mal gut. Obwohl, machen wir uns keinen Würfel, machen wir uns eine Kapsel. Die ist auch schon sehr abgerundet. Machen wir die einfach nur ein bisschen schmaler. So, jetzt müssen wir gucken, wo wir unsere Scheibe haben. Also in diese Ansicht kommt ihr mittlere Maustaste immer. Okay. Machen wir es mal einfach. Ziehen wir mal einfach so hoch. So. Ja, um das noch ein bisschen zu verfeinern, machen wir unten nochmal so einen Ring. Eine Röhre. Ziehen wir natürlich klein. Inneren Ring und auch den äußeren Ring. Ein bisschen kleiner. Ja, okay, so. So scheint es gut zu sein. Und packen wir einfach mal so hier rein. So, jetzt machen wir uns eine Flagge. Und zwar neu.
gehen wir auf Ebene. Die Ebene machen wir auf, also dass es so hochkant ist. Das heißt, ihr könnt halt hier drehen. Oder ihr geht bei der P-Koordinate an 90 Grad ein. Dann ist es auch gekippt auf 90 Grad. Dann zieht er das mal ein bisschen hoch und ihr zieht es so ein bisschen zurecht, dass es halt wie eine Flagge aussieht. Ja, eventuell vielleicht ein bisschen höher. Ich denke, so ist okay. So. Ich denke, so sollte es okay sein. So. Ein bisschen zurecht. So, machen wir uns eine neue Textur. Und bei der Farbe laden wir uns die aktuelle Deutschlandflagge. Dann machen wir Glanzlicht weg. Ja. Und. Warte. Okay. Und packen da drauf. Und rennen wir mal ein bisschen Testrennen, ob das alles so. Oh. Mal glauben wir nicht aus. Ob das alles so passt. Ja, passt alles. Weil ab und zu kann mal sein, dass das Bild nicht unbedingt passt. Dann könnt ihr das einfach aufs Bild klicken und dann könnt ihr hier mit den Daten spielen. Beispielsweise, ja, könnt ihr skalieren, dann auch noch von hier und so weiter. Aber das brauchen wir jetzt nicht, glücklicherweise. So, als nächstes platzieren wir uns das so, dass es ungefähr hier, ja, wie eine Flagge aussieht. Und dann machen wir hier so Seile rein. Und zwar gehen wir hier mal in eine andere Ansicht. Ja, die von vorne ist, denke ich, okay. Dann nehmen wir uns ein B-Spline, gehen hier an die Ecke und setzen dann einen Punkt hier ungefähr. Dann wählen wir uns ein anderes Spline mal kurz aus und gehen wieder in den B-Spline, so ist dann schnell Möglichkeit, einen neuen Pfad anzufangen. Gehen dann hier unten auf die Ecke und wählen dann hier aus. Dann nehmen wir uns zwei Extrude-Nirbs, 1, 2, und packen die Splines da rein. So, jetzt ist es ein bisschen Geschmackssache, wenn wir das jetzt mal rendern. Okay, da sieht man jetzt nicht so, weil es grau ist. Allerdings, oh, das ist ein bisschen verrutscht. Ja, also seht ihr so ein bisschen, ist halt die Schnur ist halt ein bisschen dick. Das könnt ihr natürlich ändern, wenn ihr die Extrude-Nirbs verkleinert, das heißt nur auf 4 beispielsweise. Ja, und jetzt seht ihr, es ist etwas kleiner. So, und jetzt wollen wir das noch zum Wackeln bringen. Und zwar machen wir das, wenn wir uns hier. Na, wo haben wir unsere Ebene? Dann drücken wir C und müssen in unser Polygon-Werkzeug für die Punkte. Dann wählen wir uns die zwei Punkte aus. Ich zeige euch auch gleich warum. Also obere Punkt, dann Shift gedrückt halten, unteren Punkt anwählen. Oh, habe ich zwei angewählt, also nur den da und den unteren Punkt. Und dann gehen wir bei der Ebene, Rechtsklick auf Kleidung und auf Kleidung. So, wenn wir jetzt Play drücken, geht's runter. Das wollen wir nicht. Jetzt haben wir die zwei Punkte ausgewählt und zwar, weil wir den jetzt so damit festsetzen sollten, dass er sich nur an der Leine festhält, also an der und an der, also an der oberen und der anderen unten. Deshalb gehen wir hier auf Ankleiden, also auf den Tag gehen wir hier, dann auf Ankleiden, auf Punkte fixieren. Dann fixiert ihr die zwei Punkte.
Das heißt, Del drücken haben wir so. Das ist auch noch nicht so praktisch, denn wir haben zu viel Gravitation. Also wir gehen wieder auf den Tag, auf Kräfte und jetzt können wir mit den Daten halt spielen. Gravitation wollen wir H0 haben natürlich. Und die Windrichtung müssen wir halt gucken, nachdem wir das jetzt ausgerichtet haben. Jetzt gehen wir mal kurz auf die Stärke, machen wir mal auf 160, müssen wir mal ein bisschen spielen. Und gehen Windrichtung, machen wir beispielsweise mal X, machen wir mal auf 10. Und jetzt gucken wir mal, wie es ausschaut. Na, tut sich nicht, das ist natürlich nicht gewollt. Gut, dann gehen wir mal hier bei der Windstärke, muss natürlich auch sein, auf 2. Und jetzt sollte es sich was tun. Ja, es tut sich was, aber zu viel. Und zwar haben wir jetzt, ja okay, die Windstärke sollten auf 160 machen und die Turbulenzen vielleicht eher auf 2. Denn das ist natürlich nicht so krass. Und jetzt haben wir das, oieiei, aber immer noch ein bisschen zu stark. Dann machen wir mal auf 16. Ja, und jetzt sieht es doch schon nochmal nach was aus. Oi, das ist aber trotzdem noch ein bisschen starker Wind. Aber prinzipiell ist es so, wie es ist. Warum ist denn das ein bisschen zu starker Wind? Vielleicht ist die 16 doch zu stark. Dann machen wir mal auf 2. Okay, machen wir hier mal die Frames auf 300, damit er auch ein bisschen Zeit hat, das Ganze ein bisschen zu... Dann machen wir die Stärke mal auf 5. Jetzt schauen wir mal. Ja, genau, so sieht es auch schon mal gut aus. Jetzt haben wir den pustigen Wind. Und je nachdem, wie stark ihr haben wollt, könnt ihr halt einfach variieren. Jetzt können wir den ganzen hier noch eine Textur geben. Beispielsweise machen wir mal Silber. Spiegelung machen wir bei den Matteffekten mal auf, keine Ahnung, 10. Nee. Egal, schrauben wir aber mal hoch. Okay, das sind 100%, nehmen wir 4. 40, naja, okay, 30, vielleicht 30. Okay, 30 ist gut. Dann packen wir hier einfach mal auf die Röhre drauf. Dann auf die Kapsel drauf. Ihr könnt es, wenn ihr STRG gedrückt haltet und euch eine Textur hier nimmt, könnt ihr die kopieren und die dann automatisch die alte auf dem alten Ding lassen. So, jetzt wollen wir doch mal gucken, wie das denn so ausschaut. Global Illumination an und Ambient Occlusion. Global Illumination machen wir natürlich Einzelbilder, dann alles niedrig, damit auch der kleine Laptop damit klarkommt. Klar, keines, ja okay, schwach, ja okay. Obwohl doch kleine Quadrate, aber machen wir auf schwach die Glättung. Und jetzt rennen wir mal die ganzen. Ja, jetzt haben wir das so. Sieht doch schon mal ganz cool aus. Gut, das muss man nicht mögen, wenn man das nicht mag. Das Chrom, das kann man halt ändern. Aber es geht ja nur um das Tutorial. Ich werde das jetzt noch justieren und so fürs Thumbnail. Allerdings sieht es schon mal so ganz cool aus, wie ihr es machen könnt, und ihr könnt es mit jeder anderen Form machen. Ihr könnt es auch mit Kleidung machen, ihr könnt es mit allen möglichen Zeugs machen. Ihr müsst einfach nur auswählen, an welchen Punkten das, sage ich mal, bleiben sollte, und ihr müsst dann das Kleidungstag einfach dafür nehmen und ein bisschen rumspielen mit den Werten. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal, ja, werden wir ein anderes Tutorial mal machen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr irgendwas sehen wollt. Ansonsten würde ich sagen, haut rein und tschüssi. Ja, dort packen wir dann unser Image drauf und machen wir Rechtsklick drauf.
Render nicht sichtbar für die Kamera, also machen wir aus. Und wenn wir es rendern,